So, da wären wir wieder und jetzt auch endlich mal im richtigen Spiel. So sieht es ganz am Anfang aus. Man hat hier seinen Karren und drumherum seine Zwerge, seine 7 Stück. In unserem Fall natürlich noch jede Menge Hunde. Ah, und hier haben wir eine Karte von der Umgebung. Hier haben wir die ganzen Befehle und hier haben wir das Hauptfenster. Das habt ihr ja in der ersten Folge auch kurz schon mal gesehen. Jetzt drücke ich gleich zweimal Tabulator, damit die Karte hier verschwindet. Die brauche ich nicht wirklich. Zack, zack. Denn ich habe lieber einen größeren Überblick, was das Hauptspielfeld angeht, anstatt zu wissen, wo auf der Karte ich ungefähr bin. Das merke ich mir eigentlich recht schnell. So, jetzt gucke ich mal, wie nah ich ranzoomen kann, dass, obwohl dann die Auflösung erhalten bleibt. Das sieht gut aus, das sieht nicht gut aus. Das wäre okay. Sieht ein bisschen blockartig aus. Also ja, sieht alles blockartig aus. Ein bisschen quadratisch aus, aber es ist nicht zu verzerrt. Das ist also okay. So, jetzt fangen wir mal an mit den ersten Sachen. Also das Spiel ist hier pausiert. Wenn ich jetzt Leertaste drücken würde, würde es weitergehen. Aber da ich Belagerung und so weiter schon aktiviert habe, sollten wir keine Zeit verschwenden. Das heißt, als allererstes gucken wir erstmal, was wir für Zwerge haben, welche Aufgaben die haben und schicken die dann gleich arbeiten. Also ich weiß noch, wir hatten einen Holzzwerg, den können wir dann gleich Holzhacken schicken. Suchen wir ihn aber erstmal raus. Wir haben... Ich habe jetzt gerade U gedrückt. Das ist dann die Liste von allen Zwergen, die da sind. Und allen Pets und allen anderen. Ich gehe jetzt mal mit Pfeiltaste rechts nach andere. Da sieht man, was für Gegner auf der Karte sind. Jedenfalls Gegner, die man schon bereits gesehen hat. Wir sehen jetzt nicht, was unter uns im Boden irgendwo eingebuddelt ist. Und wir sehen auch nicht Sachen oder Kreaturen, die sich verstecken. Wie Goblin Scouts zum Beispiel. Aber alles andere sehen wir. Wir sehen hier zum Beispiel gerade einen Riesenschwamm. Ich drücke mal C für Zoom zu Creature. Und der Riesenschwamm ist hier in dem Fluss. Also eine Ebene weiter unten, wie man hier oben sehen kann. Ich gehe jetzt mal eine Ebene weiter hoch mit größer. Zack. Das heißt, hier in dem kleinen Flussfitzel ist der Riesenschwamm. Der wird wohl nicht gefährlich sein, denn ich denke nicht, dass ein Schwamm sich großartig bewegen kann. Und von dem Punkt aus hier, also von dem Fluss, müssten unsere Zwerge im Nordosten sein. Da ich mir aber nicht sicher bin, mache ich nochmal die Karte auf, indem ich einfach Tab drücke. Und nochmal Tab drücke. Dann sieht man hier den Punkt, wo wir gerade sind. Und hier die Markierung, wo unser Wagen ist. Da das ja alles grau ist, ist unser Wagen noch ein, zwei Ebenen weiter hoch. Das heißt, wir springen jetzt einmal hoch, zweimal hoch, dreimal hoch, viermal hoch. Und gehen dann einfach mit Shift und den Pfeiltasten bis ganz da oben. Und tada, hier haben wir unsere Zwerge wieder. So, Karte kam wieder weg. Tap, 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 tap. So. Also, das war die Einheitenliste. Da gehe ich jetzt nochmal mit U drauf. Das sieht man auch hier. U, Unit List. Und jetzt suchen wir unseren Holzarbeiter. Oh, wir hatten gar keinen Holzarbeiter. Stimmt. Ich habe da ja lieber einen Rüstungsschmied oder einen Waffenschmied genommen. Wen schicken wir denn mal Holzhacken? Am Anfang brauchen wir den Lord nicht wirklich. Den Lord brauchen wir erst, wenn die ersten Karawanen eintreffen. Das heißt, wir klicken jetzt auf View Creature. Das ist V. Nee, das war falsch. Wir klicken auf C, Zoom to Creature. So, dann sehen wir jetzt hier unseren Zwerg unter dem X. Also mich. Und sehen hier, welche Fähigkeiten er hat. Jetzt drücken wir auf P. Für Preferences und dann auf L für Labor. Und jetzt wird hier aufgelistet, welche Aufgaben er macht, wenn sie denn anfallen. Also momentan sieht man bei ihm eigentlich nur Healthcare ist ein bisschen hervorgehoben. Also die dunklen Sachen macht er gar nicht. Und bei den hellen Sachen macht er ein paar von dieser Kategorie. Wenn wir jetzt Enter drücken, sieht man die Kategorie. Das war jetzt gerade eben die Kategorie Healthcare, also Gesundheit. Und da macht er nur Fütterung der Patienten und Gefangenen und Verwundete zurückholen. Also die irgendwo außerhalb des Lagers liegen. Das sind so die Sachen, die jeder Zwerg eigentlich macht. Die kann man auch ausschalten, um das Ganze ein bisschen mehr zu kontrollieren. Aber das können wir bei ihm ruhig anlassen. Jetzt drücke ich Escape für zurück. Und suche mal mit Plus und Minus kann man sich hier bewegen. Ich gehe jetzt mal auf Woodworking, drücke Enter. Und wähle dann nochmal mit Plus Plus Woodcutting aus. Das heißt, wenn jetzt irgendwo ein Baum designiert wird, als der soll abgehackt werden, ist er der Einzige, der diesen Job aktiviert hat. Das heißt, er wird sich dann eine Axt schnappen, die wir ja mitgenommen haben, und wird dann den Baum fällen.
So, Escape, Escape. Dann hatten wir noch unseren Schmied, also unseren Rüstungsschmied und unseren Waffenschmied. Die haben beide einen Punkt in Mining bekommen. Wenn man den Zwergen Skills gibt, dann werden automatisch diese Berufe auch schon aktiviert. Das können wir überprüfen. Wir drücken wieder U auf die Einheitenliste, gehen auf unseren Waffenschmied, klicken auf Zoom Creature mit C und klicken dann, müssen wir gar nicht mehr klicken, sehen wir hier, Mining ist schon aktiviert, weil wir halt einen Punkt in Mining reingesetzt haben. Hätten wir von vornherein bei ihm einen Punkt in Woodcutting gestellt, dann wäre Woodcutting auch schon aktiviert. Dadurch ist sichergestellt, dass die ersten Zwerge auch gleich schon loslegen können und man wenig einstellen muss. Vor allem, wenn man eins von diesen vorgefertigten Paketen nimmt und nicht so wie wir alles manuell einstellt. Aber gut, also wir haben jetzt schon zwei Miner. Wir haben einen Holzhacker und wir haben die beiden Farmer. Der eine ist hier der Koch, der andere ist der Brauer. Und die haben beide auch Grower als Skill bekommen. Sie haben aber nicht Harvester als Skill bekommen. Das heißt, wir suchen jetzt wieder mit U unseren Koch heraus, drücken C und gucken dann mal, was Farming und Related alles ist. Da haben wir bei ihm Farming Fields. Aber er hat kein Plant Gathering. Plant Gathering ist zum Beispiel hier diese kleinen Büsche, die kann man abarbeiten. Und die Früchte dann davon bekommen, die kann man dann essen. Und die Samen kann man dann zum Pflanzen, Anbauen, wieder benutzen und so weiter. Das ist extrem praktisch für die ersten Monate. Also drücken wir jetzt Enter. Das heißt, EV und LP ist jetzt auch Pflanzensammler. Das Ganze machen wir jetzt nochmal mit dem anderen. Und wir gehen diesmal jetzt nicht über U und wählen das direkt aus, sondern wir sehen ja hier gleich den nächsten Zwerg. Das heißt, wir gehen einfach mit K. So, auf Liberty Denied. Nee, so ging das nicht. Wir gehen mit T auf den Zwerg. Nee, es ging auch nicht. Mit Q. Ha, mit V. Ja, also wir drücken V und gehen dann auf den Zwerg, den wir haben wollen. Und das wäre jetzt Liberty Denied in unserem Fall. Wir müssen auch immer darauf achten, dass hier gerade P aktiviert ist. Aber wenn wir jetzt Doppel G nehmen, sehen wir seine Skills. Wenn wir I nehmen, sehen wir, was er alles gerade anhat. Wenn wir W drücken, sehen wir seine Verwundung. Und Z sehen wir einfach nur, welche Gedanken er gerade hat, welche Beziehungen und so weiter. Das brauchen wir nicht wirklich. Also wir drücken wieder P für Preferences, L für Labor und wählen auch bei ihm Farming Related und Plant Gathering aus. Escape, Escape. Wie ihr schon merkt, dieses Jobs verteilen, also wer welche Jobs denn annimmt, wenn die Jobs anfallen, ist recht aufwendig. Dafür gibt es ein Tool, das nennt sich Dwarf Therapist. Das ist auch in dem Lazy New Pack mit drin und das ist sehr praktisch. Das will ich aber fürs Erste nicht benutzen, sondern erstmal das so machen, denn zum einen ist es noch recht übersichtlich mit 7 Zwergen und zum anderen finde ich es immer wichtig, dass man ein Spiel auch wirklich kennenlernt ohne alle Tools. Die einzige Ausnahme mache ich da halt mit dem Grafikpack. So, also, wir haben einen Holzhacker, wir haben zwei, die Pflanzen abbauen können und wir haben zwei, die minen können. Also Tunnel graben. Das heißt, wir können jetzt eigentlich schon loslegen. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Ich mache jetzt die Karte nochmal an. Mit Tab, Tab. Und dann haben wir hier die Karte. Das heißt, hier oben ist ein Hügel. Oder jedenfalls eine Etage weiter oben. Ich gehe mal eine Etage höher. Noch eine Etage höher. Und schaue mich hier mal um. Es ist nicht wirklich steil. Also es bietet sich nicht unbedingt an, hier rein zu buddeln. Muss ich mal gucken. Ich glaube, ich gehe lieber weiter Richtung Fluss. Dann müssen wir später nicht so weit graben. Also dann hätten wir hier unten den Fluss. Und wir könnten uns hier irgendwo den Hügel reinbuddeln. Das wäre dann auf der Ebene. Der nächste Vorteil von hier wäre... Wir könnten uns jetzt zum Beispiel hier reinbuddeln, bewegen uns dann erstmal nach Osten, dann nach Norden ein ganzes Stück, weil wir wollen einen möglichst langen Eingang haben, damit wenn die Gegner später irgendwann kommen, sie durch einen möglichst langen Tunnel gehen müssen und wir recht viel Vorbereitungszeit haben, um unsere Miliz zu mobilisieren zum Beispiel. Also ja, ich denke, wir werden hier unten unseren Eingang bauen. So, Karte kam wieder weg. Tap, tap, tap. Jetzt geht das los mit dem Designieren von Arbeiten. Das ist D, wie man hier sehen kann. Und dann nehmen wir jetzt nochmal D für Mining. So, damit gehen wir hier hin, drücken einmal Enter, ziehen den Cursor mit den Pfeiltasten.
So, ziehen wir ein bisschen weiter. Wie viel Platz haben wir hier? Oh, eine ganze Menge. Okay, ziehen wir mal bis hier vorerst. Das heißt, das braune Ding ist jetzt die Stelle, wo durchgebuddelt werden würde. Ich zoome mal ein bisschen raus, damit wir eine bessere Übersicht haben. So. Wow, das war zu viel. So. Jetzt gehe ich nochmal ein, zwei Etagen hoch, um zu gucken, wo wir denn rauskämen würden, wenn wir hier nach oben buddeln. Ah, direkt neben einem See. Das muss nicht unbedingt sein. Also ein bisschen höher. Hier so würde ich gerne rauskommen. Das heißt, wir merken uns die Stelle, drücken wieder Enter und buddeln hier runter. Und an der Stelle würde ich dann unsere eigentliche Festung anfangen aufzubauen. Ich benutze dazu meistens die Shift-Taste und gehe einmal nach links, einmal nach oben, drücke hier Enter, drücke wieder die Shift-Taste, halte sie gedrückt, rechts, rechts, runter, runter und drücke wieder Enter. Dann haben wir hier so einen richtig schönen großen Block. Und das ist unser Turm. Meistens baue ich Türme. Keine Ahnung warum, aber es ist dann alles schön fokussiert und man muss nicht zu viel hin und her scrollen. Das wäre jetzt also alles designiert zum Ausminern, aber es braucht eine ganze Weile. Deswegen minern wir nicht erstmal alles aus, sondern machen nur die Hälfte. So, jetzt drücke ich X, das ist Remove Designation, drücke wieder Enter und markiere diesen Bereich. Dadurch besteht keine Verbindung zwischen diesem Bereich und diesem Bereich. Das heißt, unsere Miner buddeln sich hier durch, buddeln sich dadurch, buddeln das hier alles weg. Aber da sie keine Verbindung zu dem Bereich haben, können sie da nichts abbauen. Aber der Befehl, es abzubauen, ist immer noch da. Also dieses braun hinterlegte. Für später. Sobald wir jetzt hier ein Feld wieder mit D designieren würden als abbauen, würde auch das hier alles abgebaut werden. Aber das mache ich jetzt wieder weg. Ich drücke wieder X. Gehe rüber, Enter. So. Damit hätten die beiden Miner schon zu tun. Besser gesagt, momentan hätte nur ein Miner zu tun, denn es kann immer nur ein Zwerg an einem Feld zurzeit arbeiten. Das heißt, wir könnten einfach den Eingang ein bisschen breiter machen. Zumindest den Anfangsbereich, denn später die Wagen, die ankommen mit den Karawanen, die sind recht breit. Die sind drei Felder breit. Also muss auch der Zugang zu unserem Port drei Felder breit sein, sonst kann die Karawane ihre Waren hier drin nicht abladen. Also gehen wir wieder nach hier unten, drücken D für Designate, drücken nochmal D für Mine. Wählen jetzt das Feld aus, gehen bis hier ganz hinten und gehen zwei runter. Zack. Das ist jetzt ein richtig schön breiter Zugang. So. Das heißt, hier kann die Karawane jetzt ganz in Ruhe durchfahren. Und den Bereich buddeln wir aus, um hier schon mal unsere ersten Workshops zu bauen. Workshops sind Gebäude, die sind meistens 3x3 Felder groß und da kann man dann Ressourcen wie Holz, Steine und so weiter zu anderen Dingen weiterverarbeiten. Das kommt aber erstmal später. Also, hiermit hätten unsere zwei Zwerge schon mal was zu tun. Man beachte, die Zeit ist immer noch nicht gelaufen. Wir haben noch keine Sekunde in Anführungszeichen verschwendet. Und das ist auch mir recht wichtig. Denn ich will nicht, dass das erste Fort jetzt schon nach den ersten paar Monaten untergeht, nur weil wir zu viel Zeit verschwendet haben. So, also die zwei Miner sind beschäftigt. Jetzt beschäftigen wir mal den Holzhacker. Dazu zoomen wir erstmal wieder einen Ticken näher ran. Ah, so reicht. Und gucken uns hier um. Also hier unten ist der Fluss. Wir sind jetzt auch ganz unten links in der Ecke von unserer Karte, die wir sehen können. Das heißt, wir drücken jetzt wieder D für Designate, T für Chop Down Trees und suchen uns einen Bereich aus, nämlich der Bereich direkt vor unserem Höhleneingang. Drücken wieder Enter und markieren jetzt diesen ganzen Bereich von hier oben rechts bis da unten links und alle Bäume, die in diesem Bereich sind, werden designiert, um abgeholzt zu werden. So, die sind jetzt auch alle braun, ähnlich wie bei dem Mining hier. Und das wird eine Weile dauern. Hier in diesem Bereich, wo wir jetzt die Bäume abhacken, finden wir auch Kräuter oder Pflanzen. Das sind zum Beispiel diese gelben Büsche oder diese roten Beeren. Die können wir uns mal genauer angucken. Also machen wir das hier weg mit Escape. Drücken dann K. K bedeutet Look. Warum auch immer die Tasten so belegt wurden. Aber dadurch sieht man halt hier oben rechts in dem Fenster immer, was gerade auf dem Cursor ist. Also der Cursor ist das X hier und nicht meine Maus. Die Maus wird eigentlich fast nie in dem Spiel benutzt. Die benutze ich jetzt nur, um euch zu zeigen, wohin ich gerade gucke oder was ich gerade meine. Also hier bei dem X ist gerade ein Shrub. Das ist einfach nur ein Busch. Hier auch. Hier auch. Aber ich weiß, dass dieser Shrub essbar ist. Bin ich mir jedenfalls ziemlich sicher. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir eine bestimmte Art von Gras, aber die kann man auch nicht abbauen.
Ja, ich glaube, die Shrubs sind immer zufällige Pflanzen. Eigentlich war ich das gewohnt in der älteren Version, dass man wirklich lesen konnte, was für ein Kraut das ist. Aber das scheinen die wohl geändert zu haben. Aber na gut, mir soll es recht sein. So oder so sind hier Sachen, die wir abbauen können. Das heißt, wir drücken wieder D für Designate und diesmal P für Gather Plants, also Pflanzen einsammeln. Dann gehen wir wieder oben rechts in die Ecke, drücken Enter, gehen rüber, gehen runter. Und jetzt seht ihr all die kleinen Büsche hier markiert. Das heißt, die können alle abgebaut werden und haben irgendwelche Pflanzen, Beeren oder sonst irgendwas drin, was wir gebrauchen könnten. So, damit werden dann auch unsere beiden Köche beschäftigt. Fehlt nur noch. Ah, wer ist nicht beschäftigt? Gucken wir mal ganz kurz mal Escape, drücken U. Der Steinmetz ist nicht beschäftigt. Die beiden sind am Minern, die beiden sind am Pflanzensammeln. Er ist am Holzhacken und der Sarge ist auch nicht beschäftigt. Na gut, dann geben wir ihm auch noch was zu tun. Wenn wir jetzt nämlich gleich die Hölzer abhacken und die Pflanzen einsammeln, dann liegen die einfach da so auf dem Boden. Das ist nicht sehr praktisch, da denn, wenn sie mal gebraucht werden, erstmal ganz rangeschafft werden müssen dann zum Vor. Deswegen gibt es Stockpiles. Stockpiles sind so eine Art Lagerräume oder jedenfalls Lagerflächen, die man einrichten kann. Dafür drücken wir, das war P. Und dann kann man hier auswählen, wofür das Stockpile da sein soll. Zum Beispiel, ob man da nur Essen reinpacken will oder Leichen oder Steine oder sonst irgendwas. Und es gibt auch Custom Stockpiles. Da kann man halt genau einstellen, was da rein soll. Zum Beispiel könnte man dann einstellen, dass da nur Birkenhölzer reinkommen. Falls man das neben einen Workshop setzen will, wo halt nur Birkensachen produziert werden sollen. Aber man kann auch wirklich jede Kleinigkeit einstellen. Momentan reicht es uns aber erstmal, wenn wir zum Beispiel einen Stockpile haben für Holz und einen Stockpile haben für Essen. Das heißt, wir drücken jetzt W, gehen mit unserem Cursor an die Stelle, wo wir den Stockpile haben wollen. Nehmen wir mal die Stelle hier, die ist einigermaßen nah an unserem Eingang dran. Drücken Enter, wie gewohnt, und ziehen jetzt hier ein kleines Viereck. Drücken wieder Enter und wir sehen jetzt diesen grau karierten Bereich. Das ist unser Stockpile. Ich drücke jetzt mal Escape. Und jetzt Q. Mit Q sprechen wir Gebäude an. Oder zumindest den Stockpile. Und wir sehen jetzt hier die Beschreibung Holz Stockpile Nummer 1. Und wir können hier die Settings ändern. Dann sehen wir, wenn wir S drücken, in diesem Stockpile kommt nur Holz rein. Hier können wir jetzt noch auswählen, welche Holzsorten rein dürfen und welche nicht. Also die weiß hinterlegten dürfen immer rein und die grauen nicht. Einfach mit Enter kann man das wechseln. Aber wir wollen einfach alle hier rein haben. Und wie ihr sehen könnt, es gibt ein paar Holzsorten. So, Escape, Escape. Das Ganze machen wir jetzt nochmal für Essen. Drücken wir P, drücken wir F und suchen uns noch einen recht großen Platz. Fangen wir mal hier an und ziehen den bis da so runter. Nicht wirklich riesig, aber momentan sind hier überall noch Bäume und so weiter im Weg und ich mag es nicht, wenn mitten in unserem Lager plötzlich ein Baum rausguckt. Die Sachen kann man übrigens jederzeit auch wieder abbauen. Also diese Stockpiles sind keine wirklichen Gebäude. Das ist einfach nur eine Zone, die abgegrenzt wird und den Zwergen wird dann gesagt, da könnt ihr die Sachen abladen. Es ist kein wirkliches Gebäude. Das könnte man machen, indem man einfach jetzt wieder P macht und X drückt. Da steht hier Remove Designation. Und dann müssen wir halt wieder auswählen, welchen Bereich wir denn removen wollen. Dann würden wir Enter drücken und der verschwindet. Der Rest vom Stockpile ist immer noch da. Also der wird nicht irgendwie kaputt gemacht oder so, der ganze, sondern hat nur eine Ecke abgeschnitten. So, das soll erstmal reichen. Jetzt drücke ich F1. Mit F1 springe ich zurück zum Startpunkt. Das ist abgespeichert. Man kann später noch mehrere andere dieser Zoom-Punkte setzen, aber das machen wir dann auch erst später, wenn es soweit ist. Jetzt wollen wir erstmal nur gucken, was die Zwerge denn genau machen, wenn wir jetzt die Zeit weiterlaufen lassen. Dabei solltet ihr ein Auge auf die Zahl da oben haben. Das sind die Idlers. Idlers sind Zwerge, die gerade nichts zu tun haben. Im Idealfall sollten in den ersten Monaten alle Zwerge durchgehend ausgelastet sein. So, und wir drücken Leertaste und los geht's. Alle beschäftigt und alle rasen schon runter. Ich pausiere mal schnell, denn die Zeit läuft doch ziemlich flott. Und die im Auge zu behalten ist teilweise recht schwierig. Also, wie ihr sehen könnt, hier um den Wagen herum sind jetzt keine Zwerge mehr. Ich zoome mal ein bisschen näher ran. Keine Zwerge mehr. Man sieht nur noch den Wagen. Das ist dieser 3x3-Block mit dem Fass in der Mitte. Aber die ganzen
Hunde sind noch da und wir haben einen Jack und einen Esel anscheinend noch als random Bonus dazu bekommen. Da gucke ich mal ganz kurz auf U, dann auf einmal nach rechts, Pets and Livestock. Ja, wir haben ein, nee, es ist ein Pferd. Ein Pferd und kein Esel. Wir haben ein Pferd noch bekommen und einen Jack. Also selbst wenn wir jetzt keine Hunde mitgenommen hätten, hätten wir immer noch die beiden Tiere bekommen. Das wird vom Spiel so gemacht, damit man in den ersten Monaten im Notfall auch was zu essen hat. Dann kann man die beiden Tiere nämlich einfach schlachten. So, wir wollten aber unsere Zwerge verfolgen. Also ich nehme mal einfach an, dass sie jetzt nach unten links gelaufen sind. Dafür gehen wir ein, zwei Ebenen tiefer. Mit Shift und größer als... Hier... Ah, da ist ein Zwerg. Und da ist noch ein Zwerg. Und die sind alle schnurstracks auf dem Weg hier unten in den Bereich. Hier unten sieht man auch schon, dass diese beiden Felder blinken. Das heißt, die sind in Bearbeitung. Diese ganzen Felder sind ja designiert als soll abgebaut werden. Und die beiden Felder sind jetzt schon designiert als soll abgebaut werden. Und ein Zwerg ist auf dem Weg und will das gerade machen. Das heißt, wir müssen auch irgendwo hier anders noch ein paar Sachen blinken sehen. Nämlich genau da. Hier blinken zwei Büsche. Das machen Efaun und Liberty Denied. Und da blinkt ein Baum. Das mache ich dann, glaube ich. Aber lassen wir die Zeit weiterlaufen. Leertaste. Und die müssten gleich kommen. Ja. Da kommen Efaun und Liberty. Da komme ich. Und die beiden sind nur am Hin und Her schleppen. Die haben nämlich die Fässer, die oben bei unserem Karren sind, auf den Lagerraum hier gepackt, der für Essen designiert ist. Das heißt, die schleppen jetzt das ganze Essen, das ganze Trinken von da oben hier runter. Das machen sie so lange, bis entweder das Essen da oben alle ist oder die Kammer hier voll. Und was machen unsere Miner? Oh, die Miner sind schon richtig flott, die haben den ganzen Bereich hier schon weggeputzt. Das kommt aber auch daher, dass dieser Bereich hier, kann ich euch zeigen, ich drücke mal K. Diese Blöcke hier sind Lehm und Lehm kann man sehr, sehr schnell abbauen, im Gegensatz zu irgendwelchem Stein. Zum Beispiel, wenn man auf Granit trifft, dann dauert es wesentlich länger, den Block abzubauen, als wenn man durch Lehm oder Sand sich arbeitet. Ähnlich wie bei Minecraft. So, lassen wir ihn mal weiterarbeiten. Der futtert sich da scheinbar willkürlich durch. Also er hat die drei Blöcke da stehen gelassen und den stehen gelassen. Er macht scheinbar, was er will. Und das meine ich mit... Man hat nicht unbedingt die direkte Kontrolle über die Zwerge. Man kann zwar Aufgaben verteilen und man weiß, wer welche Aufgaben wahrscheinlich annimmt, aber man kann nicht genau sagen, du mach jetzt den Block da zuerst weg. Oder muss sich sehr genau damit beschäftigen. Also ich könnte natürlich auch die Zeit anhalten, alle anderen Blöcke hier designieren als sollen nicht abgebaut werden und nur einen Block designieren als abgebaut oder soll abgebaut werden, dann würde der Zwerg auch nur den abbauen. Aber es ist halt alles extrem viel Micromanagement. Na gut, lassen wir die beiden mal hier weiter buddeln. Gucken wir, wie es bei den Hölzern und Pflanzen ausschaut. Na, wo bin ich denn? Mich sehe ich nicht. Ich sehe nur die beiden Köche hier fleißig die Pflanzen abbauen und hier runterschleppen. Ein Holz wurde auch schon ins Holzlager gebracht, aber das ist nicht wirklich viel. Oh, da bin ich. Ich baue keine Hölzer ab, sondern ich bin am Schleppen. Auch nicht schlecht. Aber na gut. Machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut, denn wir sind schon weit über der Zeit. Eigentlich wollte ich die Folgen auch nur wieder 15 Minuten lang machen. Aber sei es drum. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Erklärung, was wir genau jetzt am Anfang machen wollen. Und mit unseren ganzen Lagern. Die werden wir noch ein bisschen ausbauen, sobald hier noch Platz ist. Und dann werden wir auch unseren Wagen auflösen und die restlichen Sachen hier runterschleppen. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bis denne.